So, da geht's auch weiter bei Let's Play Demon's Souls. Nicht wahr? Genau. Ja, und wir machen jetzt gerade was Besonderes, weil das nächste Level wurde mir gesagt, sollen wir alleine, soll ich alleine machen. Oder wir beide machen es alleine. Was heißt, dass sie gerade bei sich aufnimmt, ich nehme gerade bei mir auf und ihr werdet sie leider in diesem Part nicht zu sehen bekommen. Vielleicht, aber doch. Je nachdem, wie ich mich anstelle bei dem Video. Je nachdem, wie wir uns anstellen. Ja. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du so viel Glück hast, dass ich im Endeffekt zu oft verreck. Und zwar sind wir hier bei dem normalerweise ersten Erzdämon, den man besiegt, dem Drachengott. Genau, im KS. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon im KS drin bist. Nee, ich gehe gerade rein. In den KS des Flammenschleichers. Okay, dann fange ich jetzt schon mal an. Und zwar als allererstes wird er sich mal brüllend da vorne hinstellen und diese Dinger wegschlagen. So, und wenn er das nächste Mal geschlagen hat, fange ich mal an durchzurennen, und zwar renne ich nach rechts. Rechts wird allerdings ein paar kleine Hindernisse auf mich treffen, auf uns treffen. Komm, du Krüppel. Ich bin schon drin und der Gang sieht jetzt mal ziemlich... Komm schon. ...entlösend aus. Ist der Weg denn weit bis zu diesem Dämon? Der Dämon ist direkt da. Ah, warum... Warum meintest du, ich soll kotzen auf dem Weg? Weil du einen gewissen Weg absolvieren musst. Ja, genau. Und das war auch schon eines. Ah, oh, toll. Mich hat er schon einmal angedatscht. Oh Gott, der ist ja riesig. Wow. Der macht mir Angst. Boah, fuck it! Stimmt, und mir wurde gesagt, hier sind so zwei Speere, zu denen man kommen muss, um ihn damit anzugreifen. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch die Herausforderung sein. Au! Toll! Ich lebe! Ich kaum noch. Nein, ich lebe eigentlich noch. Wieso kann ich hier nicht... Oh. Du musst diese Hindernisse wegräumen. Ja, hab ich gerade gemerkt. Dabei bin ich fast draufgegangen. Glaub mir, das geht mir nicht anders. Die Kugeln, die hier rumfliegen, tue ich jetzt mal ganz einfach übersehen. Oh Gott, war das knapp! Ja, das geht mir genauso. Okay, mein erster Speer habe ich. Sind mehr Speere. Habe ich jetzt aktiviert? Ja, toll. Jetzt wird er aber erst richtig sauer und fängt an, Feuer zu speien. Mhm. Und du darfst raten, was mir gerade passiert ist. Tot? Ja. Ach, mach dir nichts draus. Weißt du, wie oft ich da beim ersten Mal gestorben bin? Und glaub mir, bei mir sieht es nicht viel besser aus. Ich werde wahrscheinlich hier auch noch ca. 20 Mal verrecken. Ach ja, jetzt habe ich mich aber erstmal wiederbeleben. Oder ist es egal? Das ist scheißegal, wie du den besiegst. Hauptsache, du besiegst ihn. Aber ich habe so wenig Energie, wenn ich nicht lebe. Ja, der haut dich sowieso fast mit einem Schlag platt. Ja, das stimmt. Auch wieder wahr. Okay, dann versuchen wir es halt nochmal so. Ach, das ist doch mies, okay, ich habe Angst. Der Typ, der... Sag mal, gibt es eigentlich irgendwie einen schnellen Weg, diese Hindernisse wegzuräumen, außer draufschlagen? Ja, den gibt's, logisch. Ja, du gehst hin und benutzt den starken Schlag. Natürlich, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Au! So, Alter. Also in diesem Fall ist es jetzt so, er wird speien, wenn er schreit. Also als erstes schreit er und dann fängt er an zu speien. Wobei man hier hinten dran noch etwas geschützt ist. Ach, geh aus dem Weg, du Kackding! Ich warte jetzt erstmal, bis mein Wasserschleierzauber, der mich etwas wenigstens vor seinem Feuer schützt, erloschen ist, um den wieder aufzufrischen. Okay, ich habe meine Seelen zurück. Wow, ich habe nur knapp 2800. Ich habe 19.000. Ja, die hätte ich alle mal verbraucht vorher. Ja. Okay. Oh Mann. Was ist denn das? Ist das das, was ich hier aktivieren muss? Bedienen. Ich schätze mal, ne? Ah, ja. Okay, ich habe ihn einmal erwischt und ein neuer Weg hat sich aufgetan. Mal sehen, wo der hinführt. Trifft er mich hier unten? Ja, mit seinem Feuer, das jetzt ab jetzt demnächst kommt. Ah ja, da freue ich mich ja. Ey, Feuer. Warum auch nicht? Oh, die
liegen die Hindernisse? Das ist doch so reiern. Okay, wie sieht's bei dir aus soweit? Ich bin nämlich gerade wieder mal gestorben. Ja, das kann ja jetzt ein bisschen so weitergehen. Ich hoffe, euch langweilt das nicht allzu sehr. Ich habe auch wieder was vergessen zu aktivieren. Nämlich den allseits beliebten Schutz. Ja, der Schutz wird ja am Anfang noch was bringen, aber im späteren Verlauf wird er dir nichts mehr bringen. Ja, aber immer. Okay, der zweite Speer ist aktiviert. Das ist ja schön für dich. Versuch den Schutz zu kombinieren mit Wasserschleie im Notfall. Au. Durch den Wasserschleie bekommst du dann nämlich nicht mehr so viel abgezogen. Ja, da habe ich jetzt gerade momentan keine Zeit zu. Ich habe den Wasserschleier wahrscheinlich auch gar nicht dabei, wie ich mich kenne. Nee, hast du auch definitiv nicht. So, dann halt nochmal aktivieren. Katsching, kann man das wegdrücken? Ja, kann man. Sehr gut. So, erstmal heilen, wie man sieht, der hat jetzt kaum noch Energie. Und wir müssen uns jetzt ein kleines bisschen Weg nach vorne bahnen. Natürlich habe ich den Wasserschleier nicht dabei. Quasi zu ihm. Ach Gott, komm schon. Wobei ich da in die Nähe, da er auch einen kleinen Hauch drauf hat, werde ich nicht in die Nähe ohne diesen Feuerschutz gehen. Ich habe gerade Angst. Oh, und diese Hindernisse gehen nicht aus dem Weg. Geht. Okay, also ich habe meinen besiegt. Das ist schön für dich. Und ich bin beim zweiten Speer. Ja, aber wenn du den zweiten aktiviert hast, hast du so gut wie gewonnen. Ist ja cool. Okay, runter und aufs Horn draufschlagen. Oder mit Zaubern attackieren, was ich eher empfehle, weil der Gegner leicht unfair wirkt. Weil er noch haucht. Und dieser Hauch zieht. Ich drück mal das Falsche. Okay. So, ich werde jetzt hier erstmal bei mir die ganzen Teile sammeln. Okay. Stirb, du Mistvieh. Hier hinten ist übrigens noch eine sehr spezielle Waffe, der Drachenbrecher oder so irgendwie. Weiß ich, was man aber nur bekommt, wenn man ein komplett weißes Seelentendenz in dieser Welt erreicht hat. Was wir erst sehen, wenn wir das nächste Mal in diese Welt reingehen. Ich hab ihn. Wunderbar, ich bin stolz auf dich. Ah, ja, danke. Ah, und da fällt er in sich zusammen. Ah, schön. Den Kampf fand ich aber gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nee, den Kampf finde ich auch nicht so schlecht. Du musst halt wissen, wo du hin musst, was du tun musst. Ich fand die Idee auch eigentlich ganz gut, bis auf die Tatsache, dass man mal wieder durch einen Atemhauch von ihm sterben kann. Gibt es hier noch Items? Ja, kannst du überall was zusammensuchen, wenn du die nicht schon zusammengesucht hast. Ja, nee, hatte ich leider keine Zeit zu. Ich war zu sehr damit beschäftigt, nicht zu sterben. Ja, dann mach das jetzt das gleiche wie ich und geh einmal rum und... Okay. Ich sammle alles ein. Okay, ich werde jetzt gleich noch in den KS des Drachengotts reingehen. In der Hoffnung, dass ich die Möglichkeit besitze, dieses Schwert zu entfernen. Aha. Von was auch immer dir redet. Was? Von was auch immer du redest. Das Schwert, da ist ein Schwert. Du hast oben die Möglichkeit, nach links und nach rechts zu gehen. Du musst nach rechts. Wenn du links lang gehst, kommst du an eine Absperrung. Diese Absperrung ist bei komplett weißer Seelentendenz, ist die weg, ist quasi nicht mehr vorhanden und du kommst an das Schwert, das direkt dahinter liegt. Also soll ich jetzt links hochgehen? Nein, du gehst jetzt überall lang und suchst eine Kugel und danach gehst du dir diese
Dämonenseele. Ring des Meisters. Ach, da ist es. Ah, ich sehe es. Das ist auf der anderen Seite, wo ich gerade stehe. Genau. Okay. Gut, dann versuchen wir mal da hinzukommen. Huh. Was für ein Kampf. Wäre doch jeder Kampf so. So, und wie man sieht, ich habe die rein weiße Seelentendenz und kann die Waffe ziehen. Ja, Trachtenknochenbrecher, so heißt es. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Dazu müsstet ihr jetzt ihren Part gucken, was ihr natürlich auch tun solltet. Ja, ich rede ja jetzt von den Leuten, die meinen Part angucken. Ich weiß, aber meine Leute hören dich ja dann auch. Ja, das ist sehr egal. Die können sich ja beide Parts angucken. Genau, kostet ja nichts. Noch nicht. Was soll das jetzt heißen? Ja, wer weiß, was sich YouTube irgendwann einfallen lässt. Ah, da ist das Schwert. Ich kann es auch rausziehen. Katsching. Und das direkt schon. Ich muss jetzt einmal raus. Tja. Tja. Drachenknochenbrecher. Okay, hier geht noch ein Gang nach hinten. Führt der mich noch hin? Ah, das ist jetzt wieder in dem. Ist das hier der Startraum? Ja, genau. Ah. Da verliert ihr voll den Überblick. Aber ist ja cool. Dann können wir das Level ja jetzt quasi verlassen. Und wie man jetzt hört, bei mir im Nexus ist es jetzt bereits so, dass die Hintergrundmelodie sich verändert hat. Hm. Wurde sie düsterer? Ja, sie ist jetzt ein wenig düsterer. Hm. Weil selbst da kann die Seelentendenz auch abfallen. Ja, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir fast alle Dämonen besiegt haben. Ah. So viel kommt also gar nicht mehr. Nein, es kommen noch genau 3 Level. Oh. 3 Level oder 3 Abschnitte? 3 Level. Mit dem Abschluss sind es 4 Level. Okay. Gut, dann brühe ich jetzt mal den Kaltstein, habe mir die Drachengott-Dämonenseele und einen reinen Drachenstein geholt und gehe zurück in den Nexus und damit beende ich dann schon mal, ja, meine Aufnahmen, würde ich sagen. Mit einem spektakulären Kampf. Wenn du auch endlich mal so weit bist, dann beende ich jetzt auch meine Aufnahme und sag bis zum nächsten Mal. Ja, und ich beende jetzt meine und sag auch bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.